Hallo, willkommen zurück. Das ist jetzt ein Video für ein paar Tipps, zum Beispiel, wie man jetzt am Anfang oder allgemein besser mit Runen umgehen kann oder wie man gut vorankommt. Also, was ich gut finde schon mal, wenn man anfängt, gerade mit dem Spiel, so und ohne jetzt dann erst so Level 12 ist oder halt allgemein die Drachen erst Level 12, dann kann man gut losschicken, indem man hier suchen und dann einfach nur den schrecklichen Schrecken dann hier sucht, gratis und dann einfach sofort beschleunigt. Und wieder einsammelt, weil da bekommt man relativ schnell Runen und relativ schnell Fisch und da kann man das halt die ganze Zeit so hin und her machen. Und da bekommt man Fisch, Holz und Runen und auch manchmal die Eier halt oder Sammelstücken. Und da kommt man am Anfang relativ schnell voran, was jetzt so die Materialien angeht. Aber jetzt schicke ich ihn erstmal wieder zur Suche wegen der Sammlung von Peiniger. So, dann als nächsten Tipp würde ich sagen, also die vier Drachen hier, was Sturmpfeil, Hakenzahn, Kotz und Würg und Fleischklops angeht, die würde ich an eurer Stelle so schnell wie möglich oder so halt so gut oder schnell wie möglich kaufen oder falls ein Event ist, mir erspielen, da die vier Drachen Reisen machen können und mal bei den Reisen jeweils andere Drachen, Runen, Holz oder Pakete oder sowas bekommen kann, die auch ganz gut sind. Das bringt halt relativ gut voran. Okay, ich habe Kotz und Würg OS Level 6 hier. Dafür habe ich Fleischklops und so auch schon alle höher. Also Kotz und Würg müsste ich auch mal hoch machen. So, dann die drei hier oben. Also die könnte man natürlich kaufen, aber die braucht man nicht kaufen, weil die kann man eigentlich jährlich, ich glaube, zweimal oder so erhalten durch Events, so ungefähr. Ich habe die drei auch durch Events. Dann den Tagschatten, da hatte ich mir mal für einen Monat lang hier den Drachenreiter-Erweiterung gekauft. Aber ich finde, die ist, also die geht schon, das macht schon auch ganz Spaß damit, aber die bringt ohne allzu viel, finde ich. Aber kann man sich auch holen und werde ich vielleicht auch mal wieder machen. So, dann würde ich euch noch empfehlen, immer, oh mein Gott, ein seltener Drache aus dem Gratis-Kartenpaket. Ist ja cool. Ist mein zweiter erst. Und im vorherigen Video vorhin, in dem anderen Video, habe ich noch drüber geredet. Gut, platzieren wir erstmal dort, das ist ja erstmal egal. Darum ging es gar nicht. Sondern ich meine, ihr solltet am besten immer aller, also man kann ja aller 6 Stunden ein Paket öffnen, ein Gratis-Paket. Und am besten ihr teilt euch das so auf, dass ihr wirklich ungefähr alle 6 Stunden das immer öffnen könnt. Weil damit bekommt ihr auch relativ schnell das zusammen. Und auch Odins Marken, damit ihr dann hier die Pakete öffnen könnt. Hier, ich öffne immer klassische Pakete. Ich weiß natürlich nicht, auf welche Pakete ihr eher steht. Ob ihr eher Goldpakete oder klassische. Oder hier diese Schätze, Schmetterlingspakete oder Fisch- und Holzpakete. Oder ob ihr immer auf die Drachen hier vorne spart. Weiß ich nicht, wie ihr es macht. Ich habe mir bisher immer, ich glaube, ich habe eh mal so ein Rohstoffpaket geholt. Und sonst habe ich eigentlich immer nur die anderen geholt. So, dann noch eine weitere Empfehlung. Immer, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit der Mega-Halle hochkommt, immer gleich, so zeitig wie möglich, würde ich an eurer Stelle die Holzlager bzw. das Fischbecken hochmachen. Weil das bringt euch ziemlich gut voran und ihr könnt halt viel mehr lagern. Dann bei Händler Johann würde ich, falls es mal eine hier, also manchmal gibt es ja so ein kurzes, kleines Angebot, wo man dann auf Ablehnen drücken kann oder man holt sich das. Ich habe mir ja einmal so eins geholt in dem anderen Video, ich weiß gerade gar nicht, welche Folge das ungefähr war, ich glaube die 31. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und wenn man solche Pakete holen kann, das lohnt sich manchmal wirklich auch. Man kann ja vorher ein bisschen nachrechnen, ob es sich lohnen würde, wenn man das jetzt macht, ob man genug Runen wieder zurückkriegen könnte. So, dann hier kann man immer, also Holz und Fisch ist ja logisch, sollte man eigentlich immer wieder einsammeln. Und auch nicht unbedingt immer alles sofort ausgeben, sondern vielleicht erstmal sparen. Dann später, wenn ihr Eisen habt, solltet ihr auch die Eisendrachen, mit denen ihr Eisen sucht, relativ weit hochleveln. Und es könnte ja sein, dass ihr zum Beispiel vorher, bevor ihr Eisen sammeln könnt, weil das könnt ihr erst ab Level 80, also Drachenlevel 80, dass ihr da vorher schon die Drachen behaltet,
wenn sie gut sind. Also ich hatte ja mal einen Cognito, aber den habe ich freigelassen, weil den fand ich jetzt nicht so gut. Und der hat ja auch 2800 geholt. Okay, schön, ist sehr viel, dauert aber 3 Tage, 12 Stunden. Da könnt ihr lieber, wenn ihr habt, den Schmeichler behalten, der sammelt euch 1775, fliegt aber und ist 1 Stunde und 46 Minuten unterwegs. Nicht wundern, dass hier Suchen 20 Minuten steht, das ist wegen dem Tagschatten. Dann Staubwühler genauso, der sammelt auch viel in kurzer Zeit. Und Steinwally, den habe ich auch. Und solche Drachen solltet ihr euch am besten immer behalten. Also ich weiß ohne Schmeichler, warum. Ich weiß nicht, warum ich den freigelassen habe. War eigentlich eine blöde Idee. Hätte ich behalten sollen. Naja, was sich auch lohnt, ihr müsst sie ja nicht nutzen, aber was sich lohnen würde, wenn ihr so die Anfangsdrachen, was jetzt riesenhafter Alttraum, Gronkel, schrecklicher Schrecken oder den flüsternden Tod angeht, die am besten immer mit hochleveln. Auch wenn sie jetzt nicht so gut sind oder so, ihr könnt sie ja auch einfach im Hangar behalten oder irgendwo auf der Insel, wo ihr Platz habt. Aber später braucht ihr halt hier 18 Drachen auf Level 124. Und das ist teilweise so teuer, die hochzumachen. Also der Brutal Herzschwärmer, den habe ich ja hier schon eben auf Level 124, der kostet mich 4750 Eisen, um den auf Level 122 ins Training zu schicken. Weil das kostet dann auch immer Eisen. Und deswegen sind die hier, der Flüsternde Tod zum Beispiel, ist da besser, weil der kostet viel weniger und ist relativ billig. Da geht das relativ gut und da könnte man viel schneller vorankommen, was jetzt die Megahalle angeht. Oder halt andere Sachen. Weil man muss ja zum Beispiel, wenn man hier hinten die große Schmiede hat, für die muss man auch teilweise die Wikinger auf bestimmten Level haben und so. Das Eisenlager muss man manchmal mit Eisen und manchmal mit Holz hochmachen, kommt halt immer mal wieder aufs Level drauf an. Dann, was ich euch einfach teilweise zur Übersicht, also was ich jetzt persönlich besser finde, wenn ihr einzelne Inseln habt, wo ihr alle Gebäude draufstehen habt, weil damit kommt man nicht so leicht durcheinander. Dann hier habe ich das ein bisschen sortiert, hier der kann jetzt erstmal in den Hangar. Schön und gut, ich habe ihn gezogen, aber ich brauche ihn jetzt eigentlich gerade, jetzt gerade nicht. Naja, hier Premium-Drachen habe ich dort in meine Beden hingestellt. Ich habe noch mehr, aber naja. Hier in einem Event gab es den Zuckerschleck. Den habe ich mir gleich 6-mal geholt, weil der sammelt ziemlich gut. Darauf solltet ihr auch achten, wenn es einen Drachen gibt, der ziemlich gut sammelt, dass ihr euch den vielleicht auch wirklich mehrmals holt. Ich meine, 13 Millionen in 11 Stunden und 11 Stunden lang, das sind über 100. 30 Millionen. Ja, ich kann gut rechnen, ne? Nee, aber das ist ziemlich viel und die sind wirklich gut. Also ich bin ja ohne dabei, die jetzt alle hochzumachen. Kommt halt immer drauf an, ob ich gerade Fisch brauche oder ne. Zurzeit behalte ich den Fisch gerade, damit ich dann heute Abend den hier im Nachtterror hochmachen kann. Also hier den hier, den Brutal Herzschwärmer heißt er hier. Naja, dann hier, tödlichen Nadder habe ich immer noch, weil der auch relativ billig ist. Den riesenhaften Alttraum hier, den fütter ich gerade hoch, damit ich meine Taktik ausnutzen kann, halt, die ich gerade gesagt habe, weil den habe ich mir jetzt erst vor 2 Wochen oder 1 Woche ungefähr geholt, damit ich den hochleveln kann, weil der halt relativ wenig kostet und das lohnt sich ziemlich, finde ich. Hier habe ich dann meinen Staubwühler, den mache ich gerade hoch, weil der ziemlich gut Eisen sammelt. Ach so, nicht wundern, dass es jetzt noch fast 700 Millionen kostet. Das wird dann immer mal wieder billiger und es wird auch immer mehr Eisen, was der sammelt. Also, und jetzt dauert es auch noch 2 Stunden, aber das dauert später auch noch kürzer. So, was ich euch extremst empfehlen würde, ich habe hier 4 Schrecken der Meere. Kann ich euch alle mal zurückrufen? Hier. Ich würde euch wirklich empfehlen, so Drachen zu suchen, die viel sammeln auf einem Part und kurz fliegen. Weil guck mal, die fliegen jetzt, meine sammeln 18,8 Millionen und fliegen 3 Stunden 40. Normalerweise könnten sie maximal nur 15,1 Millionen sammeln, aber jetzt können sie halt 18 Millionen sammeln. Das liegt an meiner Statue, die ich jetzt schon auf Level 4 habe hier oben. Und deswegen, also ich würde euch wirklich empfehlen, holt euch Drachen, die kurz, beziehungsweise die viel sammeln und relativ kurz fliegen. Erst recht ist es gut, wenn ihr dann alle 4 Stunden ungefähr online kommt. Weil alle vier, also jeder von denen sammelt mir 70.000 ungefähr, 70 Millionen ungefähr in den 4 Stunden. Sammeln die mir ungefähr 70 Millionen jeder.
Das heißt, ich habe da ungefähr jedes Mal 280 Millionen Fisch aller 4 Stunden. Und das kann ich dann später hier nochmal aufwerten und da ist es noch besser. Aber das würde ich euch wirklich empfehlen. Das finde ich persönlich lohnt sich richtig, das so zu machen. Dann, was sich auch lohnt, immer relativ zeitig, genauso wie bei den Lagern, die Akademie hochmachen, damit ihr halt, damit eure Drachen mehr und schneller und besser sammeln. Dann hier könnt ihr, also hier Valkas Zuflucht, die geht auf Stufe 3 maximal. Das geht dann bei Level, also Drachenlevel 135 geht sie dann nochmal ins Höhe. Hier hinten habt ihr noch Muffel. Muffel, wenn ihr ihn nicht gerade irgendwie durch ein Event bekommt oder so, habe ich mir auch gekauft mit Runen, weil der kostet 2500 Runen. Ist jetzt nicht so teuer. Dann diese Insel hier und diese Insel hier, die haben Runen gekostet. Die hier und hier drüben, die kostet dann 4500 und die hier kostet 5500. Da empfehle ich euch, also wenn ihr genug Platz habt, braucht ihr sie nicht unbedingt. Aber das Gute ist hier zum Beispiel für die hier, für 4500 war es, da habe ich halt nochmal ein extra hier Sägewerk. Und hier drüben hätte ich dann nochmal eine extra Fischhütte hier unten. Könnte sich auch lohnen. Erst recht, weil ihr später nicht mehr allzu viele Runen braucht. Später ist das ganz gut mit den Runen. Weil, ich meine, ihr braucht die Runen am Anfang eigentlich für eure, also hier, was jetzt die Reiter angeht, halt Fischbein und Astrid, Rotzbacke und die Zwillinge und so. Für die braucht ihr das. Also würde ich euch empfehlen, die Drachen hier zu holen. Weil das lohnt sich wirklich. Aber sonst braucht ihr die Runen eigentlich später nicht mehr. Was ich euch auch noch empfehlen würde, halt hier Plätze zu kaufen, damit ihr mehrere Drachen zur gleichen Zeit ins Training schicken könnt. Später bei 8250 Wikingern bekommt ihr hier hinten nochmal eine Akademie. Das ist die Drachengrad-Akademie. Und ihr bekommt hier, diese Inseln könnt ihr auch bauen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Wikinger ihr braucht, aber hier gibt es dann nochmal die Hütte von Heidrun, von Dagur, dann von Valka und von Ereth. Hier, die kann ich auch erst bei 7650 Wikingern freischalten. Ist auch ziemlich viel, aber es geht. Naja, und die Inseln hier, also hier würde ich mir die Drachen nicht kaufen. Bei Windfang habe ich es gemacht. Windfang habe ich mir für 11.000 Runen, ich glaube, ich weiß nicht ganz, ich glaube, aber es waren 11.000, habe ich mir für so viele Runen gekauft. Oder 9.000, ich weiß es wirklich gerade nicht genau, wie viel die kostet. Habe ich mir gekauft, aber lohnt sich eigentlich nicht, weil zum Beispiel jetzt, was hier Schnüffler angeht, den habe ich jetzt durch dieses Event gekriegt und da musste ich, normalerweise hätte der auch ungefähr so 10.000 Runen oder so gekostet, ich weiß nicht genau, irgendwie so. Hätte eigentlich so relativ viele Runen gekostet, aber den habe ich jetzt, weil ich halt immer drei Taschen genutzt habe, hat mich das nur rund 900 Runen gekostet. Und im Vergleich ist das fast gar nichts. Aber ich habe ihn trotzdem. Genauso wie hier mit hier im Schädelbrecher. Bei Schädelbrecher musste ich noch weniger ausgeben. Da habe ich, hier habe ich ihn. Bei Schädelbrecher musste ich nur, ich glaube, weiß gerade gar nicht genau, 500 Runen oder irgendwie so. Also das war, bei Schädelbrecher war es noch relativ billig. Aber die habe ich jedenfalls und die musste ich mir jetzt nicht für so extrem viele Runen kaufen. Aber zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Wolkenspringer holen würde, seht ihr mal, 14.500 Runen. Das dauert so lange, bis ihr so viele Runen habt. Also da lohnt sich's wirklich, ihr wartet bis zu einem Event. Ich meine, für 14.500 Runen könnte man sich schon fast den legendären grünen Tod holen. Wenn man den freischalten könnte dann. Weil der kostet 15.000 Runen, das ist. Also da lohnt es sich wirklich viel mehr. Ihr wartet auf Events, um euch die dann zu holen, wenn ihr die wirklich haben wollt. Außer bei den ersten vier Drachen, also Fleischklops, Hakenzahn und so, wie ich schon gesagt habe, dort würde ich sie mit Runen kaufen. Dann, was sich später noch lohnt, also erstmal, was sich immer lohnt, Fischhütten und und Holz. Hier, Fischhütten und Sägewerke hochleveln lohnt sich immer. Dann hier den Hangar, die Plätze hochzuleveln, lohnt sich auch. Sofern ihr genug, also sofern ihr später viele Drachen habt. Dann Ereths Boot würde ich an eurer Stelle auch hochleveln. Weil da könnt ihr dann schneller, also hier, da könnt ihr, ja, geht jetzt nicht, weil ich nicht genug habe, aber da könnt ihr halt mehreres suchen. Also mehrere holen.
Dann, was ich euch auch noch empfehlen würde, wie ihr es schon gesehen habt, ich hatte ja mal, also wenn ihr den Drachen habt und den freilasst, zählt das trotzdem noch, dass ihr ihn schon mal hattet und ist noch eingetragen, es steht nur nullmal da. Aber zur Vollständigkeit würde ich an eurer Stelle, weil ich finde, es sieht einfach besser aus, wenn ihr wirklich von jedem Drachen ihn habt. Deswegen wäre ich meine, alle Drachen, die ich irgendwie mal freigelassen habe, wäre ich wahrscheinlich wieder zusammensuchen. Und naja, also weil es lohnt sich halt wirklich. Dann, was sich auch lohnt, die Statuen. Da gibt es immer mal relativ viele Runen mal wieder. Es gibt Bernstein, also man kriegt dort so viele Runen auch mit der Zeit zusammen. Durch die vier Statuen habe ich bestimmt insgesamt schon 2.000 oder 3.000 Runen bekommen. Genau, das lohnt sich auch. Dann, es gibt alle Sammeldrachen, also alle von diesen legendären Drachen. Dafür muss man für alle eine Sammlung abschließen, außer für den Granatenfeuer. Den kann man freischalten, wenn man drei Drachenstatuen auf 5 hat und genug Wikinger und die vier Jahreszeitenstatuen hat. Naja, und mehr gibt es schon fast nicht mehr zu sagen. Also, was habe ich? Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ich glaub's nicht. Hier im Schatzwort habe ich auch ein bisschen was, aber das lohnt sich nicht so, finde ich. Ich meine, die sehen schon manchmal ganz gut aus, aber habe ich jetzt nichts draußen stehen davon? Naja, was ist denn sonst noch hier? Das Bruthaus habe ich auf 3 Flecken gemacht, so ziemlich am Anfang, wo ich das Spiel angefangen habe. Naja, und sonst ist eigentlich alles gut. Hier die Boosts von den legendären Drachen habe ich noch nie genutzt. Also diese Auftriebe hier, was jetzt 125 Runen kostet. Noch nie habe ich die benutzt. Weil die lohnt sich nicht so wirklich, finde ich persönlich. Naja, was auch ganz gut ist hier, ihr könnt eure Drachen ja auch direkt hier sortieren mit diesem Knopf, der links neben alle Quellen steht. Da könnt ihr nochmal alles sortieren und könnt ihr alle eure Drachen angucken. Wenn ihr dann noch auf im Besitz filtert, könnt ihr jetzt sehen, welche eure besten Drachen sind. Und genau, da könnt ihr das gut sehen. Das hilft auch meistens. Müsst ihr halt entscheiden, welche ihr am besten findet. Und ich würde euch halt wirklich empfehlen, wenn ihr genug von dem habt, von den Bernstein, dem polierten Bernstein, holt euch hier hinten die Boost-Drachen. Und ihr seht hier ja immer, wie viel ihr im Besitz habt und wie viel ihr auf Berg habt. Also zum Beispiel Dreifachstatue werde ich mir später holen. Und dann halt, was ich noch so auf Berg habe. Naja, und dann hier, was ich auch lohnen würde, Drachentrainerstatue, die werde ich mir auch holen. Weil damit dauert das 15% weniger, also kürzer, sind wir schnell unterwegs. Die Alles-Sammeln-Statue. Also man erhält hier, man kann dort auf einen Knopf drücken und dann kann man alles von allen Drachen einsammeln. Ich weiß aber nicht, ob sich das wirklich lohnt, weil ich bin mir, also es kann mir jemand in die Kommentare schreiben, wer das schon hat, ob es sich lohnen würde, weil werden die Drachen sofort wieder losgeschickt oder muss man die dann trotzdem manuell noch losschicken? Das könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Naja, und sonst hier nochmal für Raufen gibt es auch noch mehrere Statuen. Hier für die Eier ausbrüten. Und dann halt für die verschiedenen Trainingsarten. Und hier steht es auch dabei, Drachenkrat-Akademie. Also trainiere Drachen in der Akademie und der Drachenkrat-Akademie schneller. Genau. Dann, was man ohne sagen konnte, hier spart euch. Insofern es geht, auf den Blitzkeiler oder halt überhaupt auf die Premium-Drachen oder auf andere Drachen, die ihr gut findet und die viel sammeln. Ich meine, der Windstupser sammelt auch ziemlich gut. 9 Millionen und 2 Tage, das ist, braucht man nicht drüber reden, ist perfekt. Naja, und sonst ist nicht mehr viel zu sagen. Ihr müsst halt wirklich immer schön schauen, ist das so gut? Hilft mir das wirklich weiter? Raufen. Kann ich euch auch empfehlen, bis Arena 7 bringt es euch wirklich viel, weil hier könnt ihr noch die verschiedenen Drachen kriegen, was jetzt Klingpeitschling ist, weil die sammeln teilweise auch relativ gut eigentlich. Oder Stahlfalle, Dreifachstachel, Windknirscher und hier haben wir noch den erschütternden Rüttler. Und hier hinten gibt es dann ja diese Ränge, dieser Rangkämpfer. Ich frage mich, ob diese 1000 Runen eine einmalige Belohnung sind oder nicht. Soweit bin ich noch nicht. Falls jemand von euch schon so weit ist, kann das mir gerne sagen. Würde mich wirklich sehr interessieren. Naja, und sonst? Das waren alle meine Tipps. Mehr würde ich jetzt nicht sagen. Kenne ich nicht wirklich viel mehr. Also, ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Video.